Die Idylle hat immer eine Kehrseite. So auch hier. Bleib stehen! Es ist kaum mehr als 200 Jahre her, dass junge, kräftige Bauernburschen wie Vieh zusammengetrieben und von ihren Fürsten als Soldaten nach Amerika verkauft wurden. Denn die Fürsten brauchten Geld und die Engländer Soldaten. Unser geliebter Landesvater verkauft sein Volk stückweise nach Amerika. Für 10 Dukaten pro Kopf. Das ist Aufruhr. Hey, ho, ho, ho. Yeah. Es gibt jedoch Menschen, die sich wehren. Wie diese. Aus Abenteuerlust und Entschlossenheit werden sie zu Rebellen. Sie wollen frei sein und sie fordern Gerechtigkeit. Hey. Ihre Parole: Tod oder Freiheit. Oder Freiheit. Wie heißt dein Freund? Tod oder Freiheit. Auch wenn vor dem Tod die Folter kommt. 1750 irgendwo in Deutschland. Das Volk hat Angst und der Henker Arbeit. Die Gefängnisse sind voll mit Bauern und der deutsche Wald ist voller Gewehre. Fritz von Butler, Sohn eines Grafen, wird zum Anführer eines Trupps verwegener Aufrührer, als er das Unrecht erkennt, das im Land geschieht. Der Karren gehört ab sofort mir. Das ist hier ein Überfall, du Trottel. Ludwig, zweiter Sohn des Grafen, hofft auf den Tod des Bruders, um den Besitz zu erben und Maria für sich zu gewinnen, die Fritz liebt und auf ihn wartet. Wie ist er gestorben? Am Galgen. Ich liebe Maria. Er ist dein Bruder! Tod oder Freiheit? Erleben Sie ein aufregendes, wildes, abenteuerliches Kapitel deutscher Vergangenheit. Max, wir sind in Todesgefahr! Der hat wirklich geschossen! Ein Glück, dass er nie trifft. Die schießt ja doch! Rebellen. Es geht um ihre Ehre und um eine gerechte Sache. Rebellen. Sie wählen die Freiheit und sie nehmen sie sich. Waffen runter! Liebe oder Hass? Das ist jetzt mein Land! Noch nie! Galgen oder Rose? Tod oder Freiheit? Peter Sattmann, Erika Pluhar, Mario Adorf, Gerd Fröbel, Wolfgang Schumacher, Christine Böhm, Harald Leibniz und Guido De Angelis von den Oliver Onions, die auch die Musik schrieben. Eine mitreißende Geschichte aus der Geschichte. Ein Abenteuer, das stattfand. Ein Film, der die Vergangenheit lebendig werden lässt. Tod oder Freiheit? Der Film von Wolf Gremm.